Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Soul Silver. Wir spielen wieder eine Runde Pokémon, ja, unsere 7-Hühnchen geht weiter. Wer hätte gedacht? Ich sitze wieder hier mit Brille, ne? Und danke an den lieben Carpador fürs Join the Stream, mein Löschen. Ja, Gewinnspiel, kennt ihr die Infos, ne? Wenn du eine kurze Zusammenfassung haben willst, frag ruhig, ne? Ich finde okay, dass sich Leute keine Geduld haben, sich in 50 Minuten YouTube-Video anzugucken. Finde ich okay, verständlich. So. Ja, Kali ist sauer, aber so, ne? Kann man auch nichts gegen sagen. Es geht nicht um Realismus, die Männer sollen was zum Sabbern haben. Ja, aber das ist doch scheiße. Vor allen Dingen, wer guckt sich denn Animes an, wenn er was zum Sabbern haben will? Da gucke ich mir doch aber ein reales Video an, oder? Also, keine Ahnung, ist egal. Ich hinterfragt hat nicht, ist einfach so, na, wir lassen das Diskussionsthema aus. Noch nicht 22 Uhr, es ist noch ein bisschen zu früh für sowas. Ja, unser Team hat sich hier ein bisschen trainiert, ne? Wir haben jetzt entsprechend noch Siegfried vorbereitet, der mit Level 50 Pokémon und teilweise auch mit Level 49 Pokémon doch dann entsprechend auftrumpft, ne? Und ja, ne, es sind ja Dragorans dabei, ich glaube 3 Stück oder so. Könnte lustig werden, ne? Die von YouTube denken sich jetzt, Monka essen die gar nicht silent, die lesen den Chat ja nicht. Ne? Also ja, ich kann es aber vorlesen, steht. Titten fangen weiter unten an, nicht so weit oben. Ne? Wir haben gerade darüber gesprochen, dass in Mangakas die Brüste zu weit oben gezeichnet werden. So. Na? Aber sie hören, was du sagst. Ja, na und? Mein Gott. Sind die von mir gewohnt? Die haben schon Schlimmeres gehört, wahrscheinlich. So, ja, heute heißt es Top 4 Action. Ne? Heute wird quasi. Heute gibt es Punkte-Raining. Ne? It's raining points, guys. It's not raining man, it's raining points. Ja, wir haben uns quasi mit entsprechend Tools eingedeckt. Wir haben AP verteilt, wir haben TMs verteilt. Ich glaube ehrlich gesagt, alle TMs habe ich noch gar nicht verteilt inzwischen. Und kann legit sein, dass ich noch irgendwelche Leute habe, die noch nicht mal 4 Moves haben, weil Fenrir ist noch recht neu und hat noch nicht so entsprechend viel Zeit gehabt, hier TMs abzustauben. Hier hätte ich noch gern was Geileres als Giftzahn gehabt, bin ich ehrlich, ne? Aber ist okay, actually. Ich voll Bock auf ein Erdbeben, ne? Wäre so richtig gut. It's raining points für alle außer Kali. Ne, für alle außer Kali nicht. Es gibt noch mehr Leute, die kriegen keine Punkte. Na, endlich hat er inzwischen hier Funkensprung erlernt. Super praktisch, ne? Paralyse und Feuer ist im Gepäck. Ne, endlich ist der Tank und mit Utility kann man gut auftrumpfen. Das ist praktisch, ne? So, ja, mit Fenrir. Ich bin noch nicht zu 100%ig zufrieden mit dem Kit hier. Das ist immer noch so. Ne. Also eigentlich fehlt ja noch ein schöner Eisstrahl und eine Genesung, wenn ich ehrlich bin. Dann habe ich ein gutes Milotic. Aber hey, Tanky ist ja trotzdem. Und ist mein Lieblings-Pokémon, also go. Ne? Ihr kennt ja Präferenzen und so, ne? Das Vitamin D, Leute, kennt ihr doch. Hallo? Hat doch jeder schon mal gehabt. So. Kurz, Speedrunner sind so richtig Opfer. Habe ich das wirklich gesagt? Das tut mir aber leid. Hallo, ich bin Michael. Grüß Sie miteinander. Ich kann es nicht aussprechen. Tut mir leid, bin kein Schweizer. So, Kali requestet wieder mal Stahl. Geil. Haben wir nicht noch Stahl von dir? Ich guck mal gleich mal in die Request-Line. Was da alles so drin ist. Ihr habt ja letztens wieder ein bisschen aufgeräumt. Und für die, die es nicht mitbekommen haben, auch auf Twitch jetzt einfach mal generell. Sorry an die YouTuber, die interessiert es nicht. Die Kanalpunkte-Belohnungen entsprechend für Subgifts von der Lordschaft sind ein bisschen günstiger geworden, weil kostet ja auch ein Sub jetzt weniger. Also musste natürlich auch irgendwie die Kanalpunkte-Belohnung ein bisschen günstiger werden. Vorher hat man 5 Euro bekommen, jetzt kriegt man 4 Euro. Also kostet natürlich auch weniger. Zudem ist unsere Kanalpunkte-Belohnung, dass man sich ein Spiel zum Aussuchen kann zum Ende des Monats am Sonntag, ein bisschen günstiger aktuell. Ne? Das hat man ein bisschen runtergenommen, so. Mit 80.000 schon. Das ist schon viel, so. Da kann man schon, muss man schon sparen für. So. Jetzt muss ich mal gucken, hier Anfragenliste prüfen. Da muss ich doch mal Looky Looky machen. Hat Kali noch einen Stahl-Pokémon? Ja, Kali, du hast noch Stahl. Ich gebe dir das mal vor einem Monat zurück. Bitteschön. Ja, kriegst 250 Punkte zurück. Na, also, der LDS Jumbo hat noch Electric-Type drin, Max hat noch Elektro drin, Tobi hat noch einen Drachentyp drin und Kali noch einen Stahl. Und bei den Solo-Pokémon, muss ich mal gucken hier, warte mal, Spezies, da ist noch ein Plinfer drin, Glumanda und Electek. Ihr seht also, Maxi hat das wirklich auf Elektro-Pokémon abgesehen. Vor allem Electek. Kann ich mal verstehen, das ist ein cooles Pokémon. Illewoltek im Team, hätte ich nichts gegen. Geil. Da gehören mir die nächsten 2 Stahl-Pokémon. Kannst du natürlich auch machen, ne? Kannst ja quasi schon mal in Reihe bestellen. So, ja, unser Kronensohn ist natürlich Luigia. Ne? Der hat jetzt natürlich endlich, Leute, auch mal ein Pokémon bekommen, was wir im Team hatten. Ne? Das ist ja bisher irgendwie noch gar nicht so gewesen.
Hab ihm auch gleich mal einen AP-Top reingewirkt, damit er auch entsprechend seinen Signature-Move entsprechend oft rausklatschen kann. Denn ihr wisst, in Top 4 und Co. sind AP eigentlich ein relativ großes Problem. So zumindest meine Einschätzung. Weil wenn du einen Pokémon hast, der gerade gut funktioniert und alles wegklatscht, der Pokémon, schon gut in Deutsch heute, dann ist natürlich einfach mal, ne, 6 Pokémon sind 6 Moves, ne? Ist weg der Shit. Kann ich einen Typen und einen Pokémon requesten? Klar, warum nicht? Kannst du auch alles 3 requesten, wenn du Spaß machst. Von mir ist Gitfit. Weil ich sag, Max hat Elektek und Elektro drin, also auch 2 Requests quasi gleichzeitig. Die werde ich natürlich nicht gleichzeitig einlösen, ne? Ich werde dann wahrscheinlich nach Wahrscheinlichkeiten gehen. Also wenn jemand... Nehmen wir mal an, Max will ein Elektro-Pokémon und ein Elektek. Und wir finden wirklich ein Elektek. Ja, dann nehme ich natürlich zuerst das einzelne Pokémon, weil das ja so viel unwahrscheinlicher ist, als einen Typ zu kriegen. So, ein Typ hast du eine Chance von 1 zu 18 ungefähr. Es gibt 18 Typen oder so. Na, beim Pokémon hast du eine Chance auf 1 zu 500 oder so. 1 zu 400 vielleicht. Wir sind ja noch in der 4. Generation, ne? Aber ich sag mal so, ich würde, glaube ich, eher das Unwahrscheinliche zuerst nehmen, aber nicht alle gleichzeitig so. Weil es wäre ein bisschen broken. Und ich löse auch immer nur 1 ein, natürlich. Klar. So, wir haben noch Top-Genesung am Start, Hypertränke, Hyperheiler, Limos für zwischendurch. Wir haben noch 2 Elixiere, falls mal Not am Mann ist. Beeren für AP haben wir ja wohl nicht, ne? Nee, schade. Hatten wir nicht noch so eine Beerenhütte hier? Gab es nicht noch so eine Beerenbox? Warte mal, Leute. Es gab hier ein Pflanzset. Ja, guck mal hier. Kann das sein, dass da mal was drin war und ich das komplett vergessen habe? Ich habe doch mal Beeren gepflanzt, oder? Ach, egal. Vielleicht habe ich es auch gelassen, weil ich keine coolen Münzen hatte. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht mehr. So, ja, TMs haben wir eigentlich sowohl so gut wie möglich alles verteilt, ne? Also, ja. Gibt so ein paar Sachen. Ich hätte noch gerne was für Milotic gehabt, aber. Es gibt halt nichts Gutes, was es lernen kann. So was Spezielles. Es müsste was Spezielles sein, weil alles Physische ist einfach Troll. Es könnte auch von mir aus ein Utility-Move sein, aber. Ja, die musst du halt auch erstmal finden. Also Juwelenkraft könnte er, glaube ich, lernen, ne? Das war, glaube ich, möglich, ne? Aber eine spezielle Steinattacke ist auch schon was sehr Spezielles. Haha, guter Wortwitz. Ich weiß nicht, da würde ich mir gerne aufheben, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, es gibt nicht so viele gute spezielle Steinattacken. Ich meine, das ist eigentlich die einzige, die mir einfällt, ehrlich gesagt. Juwelenkraft ist, glaube ich, so das 9 plus Ultra. Das würde ich mir vielleicht gerne noch aufheben. Allerdings könnte es natürlich jetzt auch hier Leben retten und Punkte bescheren, ne? Bin ich ehrlich, ne? Und Gestein ist ein offensiv guter Typ. So ist nicht, ne? Du kannst Feuer-Pokémon damit verarschen, aber da bringt mir nichts, weil ich habe schon Wasser. Gegen Flug-Pokémon ist es gut. Gegen Eis-Pokémon ist es gut. Ah, nee, das lasse ich noch. Das meine ich noch nicht. Wir haben noch eine ganze Region dahinter, also, ne? Be prepared, guys. Ich glaube, ich kaufe sogar mal ein bisschen ein, weil ich greedy bin. Gegen Käfer auch, aber da habe ich Flug. Also ich sag mal so, Teile der Steinschwächen, die ich abdecken könnte mit Steinattacken, kann ich mit Flug und Wasser auch machen. Nämlich effizient Feuer und Käfer. Ja, da kann ich auch andere Typen benutzen. Ne, so ist ja nicht. So, weißt du was, ich schepper hier nochmal 10 Tränke rein, so, damit wir auf der sicheren Seite sind. Kein Bock hier, dass hier noch was fehlt nachher oder so. Hier Top-Genesung. Wir können pro Kampf maximal 3 Tränke benutzen. Bei 4 Trainern macht das quasi 12 Tränke. Das ist das Maximum, was wir überhaupt an Tränken pro Kampf benutzen können. Und falls es mal einen Typen gibt und ich nebenbei noch eine Paralyse oder so wegmachen will, brauchen wir im Optimal- oder Negativstfall, Entschuldigung, 12 Top-Genesung. Ne? Quick make Math. Ne? Und nein, ich meine kein Crystal Math. Ne? Keine macht den Drogen. So. Hammer. Belieber bringt uns nichts. Irgendwas Wichtiges noch. Hyperheiler hier. Ja, 20 reicht aus. Boah, würde sagen, reicht. Auf geht's, Leute. Auf in the leisure. So, wo muss ich rein hier? Hier oben? Ja, ne? So, mit wem fangen wir an, Leute? Wer kriegt die ersten 10 Punkte? So, wer sich jetzt zuerst im Chat meldet, den nehme ich ran. Könnt ja nur 6 Leute sein, ne? Ah, der Schweizer hat den kleinsten Ping, jetzt wissen wir Bescheid. Schweinerei. Na, ich glaube, Legend Mike hat einfach besseres Internet. Aber gut, Schweiz hat ja eben besseres Internet als Deutschland, ne? Wenn du hier mal durchgehst, gibt es kein Zurück mehr. Bist du bereit? Ja, wenn wir jetzt verlieren, Leute, und jetzt Game Over gehen, dann ist die Challenge basically
für diese Generation vorbei und wir starten Instant Platin. Lass mal nicht hoffen, ich will noch Kanto sehen, ne? Hab ich Bock drauf. So, bist du hier, Willi? Willkommen in der Pokémon-Liga. Du siehst so ein bisschen Transgender-Boy-mäßig aus, ne? Er ist ja wirklich Willi, das habe ich voll vergessen. Das war jetzt endlich ein Joke. Was? Musst auf Ho-Oh musst aufpassen, der ist sehr anfällig. Was? Louis? Ja, Louis checkt alles. Außer Stein. Ja, er heißt wirklich Willi. Huch. Ich habe mich bei meinen Reisen um die Welt Tag und Nacht auf das Training dieser Psycho-Pokémon konzentriert. Also der Random-Pokémon konzentriert. Und nun habe ich es endlich geschafft, unter die Top 4 zu kommen. Du bist der Erste. Du bist basically der Schlechteste. Du bist quasi das fünfte Rad am Wagen der Top 4 plus Champ. Aber ich will noch viel stärker werden. Gegen dich verliere ich bestimmt nicht. Ja, du wirst doch, glaube ich, nicht stärker, wenn du in deinem komischen Würfelzimmer hier stecken bleibst, ne? Und warum trägt er eine Maske? Warum liegt hier Stroh rum? Was? Sieht aus wie so ein Bösewicht, so ein Low-Budget-Bösewicht aus einem x-beliebigen Anime. So, das ist kein Psycho-Pokémon. Passt aber gut zur Farbgebung, muss ich sagen. Ein Nidoking. Also, wir sind natürlich leicht überlevelt. Ist ja der erste von den Trotteln, aber trust me, Siegfried ist Level 50, wird noch schlimmer. So, ich muss sagen, das Matchup ist echt scheiße. So, er hat wahrscheinlich keine Boden-Moves, weil es ist so eine komische Mondsteinentwicklung, die lernt ganz komische Attacken, das wissen wir ja. Aber ich kann auch nichts machen, ne? Ich guck mal, was er an Damage macht, bin ehrlich, ne? Einfach mal let's watch. Fuchtler. Hm. Lobot-Bösewicht aus einem Anime? Hat er auch am Hals sitzende Brüste? Ja. So. Erstmal Prügel-Action hier. 30 HP. Get fit. Manchmal knapp die Hälfte Damage. Und der gute Maike ist ja mit dem Giftschleim ausgerüstet. Für Gift-Pokémon ist es quasi eine Überreste. So, und ich würde sagen, komm, let's check this. Let's check this out. Boots. Nah. Meh. Das ist natürlich AIDS. Ich hätte natürlich jetzt einfach nochmal Schemenkraft einsetzen können. Dann kriege ich quasi zwei Heals for free. Weil der kann ja eine Runde nicht getroffen werden. Deswegen auch der Giftschleim. Das ist ganz praktisch. Schemenkraft ist also ein gutes Sustain-Tool. Ich dachte aber, vielleicht reicht ja der Abschlag. Aber nö. Ich bin ja ein Unlicht-Pokémon. Ich kriege ja einen Boost drauf. Ne? Ich dachte, das reicht. Aber nö. Nee. Aber ihr seht schon, der Giftschleim, der heilt ja gut gegen. Das sind einfach free 8 HP pro Runde. Da kann man sich mal gönnen. Sicher, dass du nicht von Psycho zu Gift gewechselt bist, Bruder? Ich krieg ganz komische Lila-Vibes von dir. Jetzt kann ich natürlich einfach Kana reinschicken, aber wie ich das Vieh kenne, ist der doch schon wieder hundertprozentig mit Knirscher unterwegs, oder? Farblich top, ja. Das Koga in Verkleidung, oder so, ja. Ah, komm, wir nehmen mal Nemo rein. Nemo is boys. We gotta need some points. Na, wir wollen ein bisschen Punkte verteilen. Schlammbombe. Das ist Boden, oder? Aber ist das nicht speziell? Oh. Die Genauigkeit ist gerade gedroppt. Ich hasse es. So, ja. Trugschlag nutzt man natürlich nicht, ne? Ist ja klar. Ich überlege, gehe ich jetzt hier instant rein mit volle Karacho? Ich meine, Sternhieb mit Genauigkeit minus. Ich sehe mich schon wieder bei Trefferraten angreifen, die mich eigentlich nicht freuen. Ne? Ich bleibe mal beim Nachthieb, der trifft wenigstens. Hör mal auf damit. Genauigkeit abziehen ist eklig. Macht das nicht. Oh. Kurz und schmerzvoll. Okay, komm. Okay, jetzt reicht's eh nicht mehr. Jetzt kriegt er eine Defense oben drauf. Jetzt reicht's nicht mehr. Schade. Ich treffe eh nicht. Mann, oh. Ich hasse Moves. Was? Nani? Oh. Hast du mir kurz was im Hals stecken geblieben? Ich treffe immer noch nicht. Na, ja, dann muss ich dann mal schnell weg, ne? Ich muss mal... Brody muss los. Tschüss. Seit wann switchen die Pokémon? Was ist hier los? What are they doing? KI ist klug. Oh, what the fuck? Bitte keinen Burn, bitte keinen Burn, bitte keinen Burn. Danke. So. Seit wann switchen die Pokémon? What? Das ist mir ganz neu. So, ja, Fenrir, so, ja, hier. Splüsch, Kasplüsch. Kaboom. Na, das ist quasi aus Wind Waker. Bam, tschüss. KI wechselt aus. What the fuck? Ja, denk mir auch so. Hä? What is this? Spiel ich hier gegen Competitive-Spieler im Geheimen? Ist das hier so ein Social Experiment? Noctuska am Start. Hm.
Das ist auch wieder ein Kackmatch. Ich könnte jetzt mit Luftschnitt drin bleiben, aber will ich das riskieren? Ah, mein Gewissen sagt mir nein. Und außerdem habe ich Bock, mit Luigi ihm so richtig hart auf die Schnurzen zu hauen. Hi. Hello there. What? Jetzt kommen die auch noch mit Competitive Moves, Alter. Jetzt fängt er an mit Stachler. Ist ja ekelhaft. Luis, soll ich arbeiten? Ich glaube ja. Ich vermute es mal. So, komm, einmal eine Runde fliegen. Dürfte reichen, denke ich. Hört ja mal auf, Stachler auszulegen. Ist ja eklig. Für die, die nicht wissen, wie Stachler funktioniert. Du kannst bis zu 3 Lagen austeilen. Und dann wird beim Auswechseln Schaden verteilt an die Pokémon, die reinkommen. Je mehr Stachler du rausgelegt hast, umso mehr Schaden gibt's. Ich glaube, 12,5% Schaden gibt's pro Stack. Irgendwie sowas. Ach, Maldo. Gestein. Meh. Meh. Ähnchen. Oder? Da sollte eigentlich nichts gegen Ähnchen machen können. Krasses Team, Alter, ja, muss man sagen. Ne? So wäre das auf meinem Level, wäre es gefährlich. Also, sie ist auch so nicht ganz. Siehst du, da kommt nämlich der Stachel erstmal durch. Ah, 23 Damage for free? Ah, tut weh. So, erstmal anzünden. Na, der Typ ist physisch recht strong. Na, da kann man mal Burn machen. Hier. So viel zum physischen Typ übrigens, by the way. Aber solange er keinen Boost kriegt, ist mir das eigentlich egal. Weil ich glaube nicht, dass er Maldo guten Spezialangriff hat. Ich bezweifle es ehrlich gesagt. So, eine Finsterfist. Fistenbrudi. Damage kann sich sehen lassen. Gib ihm Bus keinen Booster, das ist alles fein. Ne, bitte keine 10% Action hier, ne? Das muss ich nicht haben. So, letztes Pokémon. Naja, gut. Er ist für ihn eine Nullrunde. Er meine, er tut sich ja selber mit dem Brand weh. Ne, Schutzschild bringt also gar nichts. Außer, dass ich nicht eine AP mehr verschwenden muss. Oh, er hat eine Tabgenesung. Uncool. Nee, ach, nochmal anzünden lohnt sich nicht, oder? Einfach, ich glaube, das ist ein 3-Hit-KO, was ich da sehe. Ja, sieht gut aus. Den Spezialangriff interessiert mich nicht wirklich, muss ich sagen. Haha, 69. Schutzschild hat ihn in Heal-Range gebracht. Actually, ja. Also, wenn die KI das berechnet hat, war es smart. Ich denke aber nicht, dass das der Fall ist. Also, ne, die NPCs haben in der Heal-Range ab einem bestimmten Prozentsatz sagen so, okay, jetzt nutze ich ein Heil-Item. Und der Brand hat geholfen. Das ist pretty sad, though. Arrbock. Ach, da guck mal, da ist ja unser Freund zurück wieder. Hey, was geht? Lange nicht gesehen. So, du hast doch Safe-Knirscher, oder? Oh, da habe ich ja gar keinen... Oh, Bedrohung habe ich auch noch kassiert. Oh, nee. Tschüss. Da kannst du mal eine machen. Also damit, mit dem Matchup war ich zufrieden, aber nicht mit der Genauigkeits-Drop-Scheiße da. Das war kacke. Ich würde jetzt noch für die letzten Punkte natürlich noch gern Kana einsetzen. Einfach nur um Punkte zu verteilen an euch. Das Problem ist bloß, ich sehe schon gleich irgend so ein Knirscher kommen. Da habe ich gar keine Lust drauf, Leute. Also for the sake of Kana, ne, besser nicht. Oder Sherox. Ach komm, ich habe den Stachel vergessen. Scheiße. So, er gönnt sich erstmal einen Verteidigungsboost. Kannst du machen. Hauptsache meine Paralyse, meine Genauigkeit ist diesmal nicht verkrüppelt. Dankeschön. Ich hab sie mir für Schnutzen. Help? Das ist doch nicht zu boosten. Der lustige ist, der Horter-Stack baut sich ab, wenn er den. Also er verbraucht den Horter jetzt zum Beispiel, wenn er einen Fessler drückt. Und verliert er das in der Verteidigung. Macht guten Damage. Hätte Kai einen A-Bock, wäre er Cobra Kai aus Karate Kid? Nein. Es endet erst, wenn es zu Ende ist. Ja, das sagen sie alle, aber am Ende ist doch Surrender 15. FF50, Alter. So, der Sternhieb hat actually richtig guten Damage gemacht, dafür, dass er gerade in der Verteidigung verdoppelt ist, gerade aktuell. Ach komm, go dafür. Oh. Das ist ein Normaltyp, das ist nichts effektiv, ne? Es war wenig. Es war wirklich wenig. Ich dachte, das macht mehr Damage, ehrlich gesagt. Weil er hat ja quasi 2 Runden sich aufgeladen. Das müsste doch mehr Damage machen. Ist egal.
Rest und Pasta, Brudi. Nur endlich gönnen sie noch ein bisschen Punkte vom Damage. Sweet. Jo, Top 4. Willi, willst wissen? Willi, willst wissen? Da gab es doch so eine Serie früher irgendwie. Du magst mich besiegt haben, aber ich halte weiter an meinem Plan fest. Ich werde weiterkämpfen, bis ich besser bin als alle anderen Trainer. Schreite nun voran und lass dir vom Rest der Top 4 zeigen, wie gefährlich sie wirklich sind. Harvok ist Gen 1 und Gen 1 hat eher mittelmäßige Werte. Ja, das stimmt wohl. Ich habe auch keine Ahnung, wie ein Fessler funktioniert, ehrlich gesagt. Also, das ist so ein Move, den nutzt auch niemand. Also, das ist einfach so, ich würde es jetzt ungern so bezeichnen. Sorry, Game Freak, aber dieser gesamte Move-Pool mit Horter und Verzehrer und den ganzen Gedöns, das ist alles Dogshit. Das ist einfach bad. Ich weiß nicht, wer sowas nutzen will. Also ich habe auch noch keinen Competitive-Spieler benutzt, der sagt so, yo, ich mache mir mal so ein Fun-Bild aus diesem Pool an Moves so und damit spiele ich denn. Das macht keiner. Weil es einfach scheiße ist. Oh ja. Pro Rotter bekommt der Entfessler 100 Stärke. Maximum 300. Das ist immer ordentlich. Aber gut, ne, jetzt war es auch nicht sehr effektiv, ne? Und Nemo hat eine physisch solide Verteidigung. Ja. Kann wahrscheinlich drüber hinwegsehen. So, wie sagen, heiße Punktausschüttung, war. Alle außer Kana. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, muss ich mal gucken, wer kriegt noch wie viele? Ah, Mist! Scheiße! Niemand hat so viel bekommen. So. Pokémon geheilt. Ab zum nächsten Freako. Auf geht's. Ich will nach Kanto. So, wer bist du hier? Detlef? Ach, Koga ist wieder weg. Ha, stimmt. Arbok, Noctuska, Nidoking, Willi ist ein Mitglied von Team Rocket. Boah, stimmt. Könnten alles so Team Rocket-Pokémon sein. No. Der Koga von den Top 4. Ein moderner Ninja. Diese Bezeichnung. Stell dir vor, du bist so Naruto-Fanboy, weißt du? Stell dir vor, du bist so Naruto-Fanboy und kommst auf der Cosplay-Convention und so, bin ein moderner Ninja, Bro. Kann ich nicht ernst nehmen. Mit herkömmlichen Kampfpraktiken würde ich mich nie zufrieden geben. Im Manga ist er, glaube ich, ein Mitglied von Neo Rocket. What? Stattdessen ziehe ich es vor, Gegner zu verblüffen und dann zu vergiften. Das hört sich illegal an. Call the police. FBI, open up, please. Die gefürchteten Attacken meiner Pokémon sind äußerst anpassungsfähig. Hehehe. Warum hehehe? Egal. Kraft allein macht noch kein gutes Pokémon. Und genau diese Lektion werde ich dir nun erteilen. Ja, ich stelle jetzt Ho-Oh hin. Der drückt 5-mal Läuterfeuer und ist der Kampf vorbei wahrscheinlich. Heyo. Hi Kana. Moin. Grüß dich. So, Top 4. Kogel. Jumise. So ein Dummsiesel. Michael, gönnt sich jetzt mal Punkte. Ey, Kana, dankeschön für den 15 Resub. Arigato gozaimasu. Dankeschön. Das hast du auf Twitch jetzt ja in Euro günstiger, ne? Also ich krieg jetzt pro Sub 50 Cent weniger und ihr bezahlt einen Euro weniger. Ist ein okayer Trade, würde ich sagen, ne? Also Twitch kriegt weniger Geld, ich krieg weniger Geld und ihr bezahlt weniger Geld. So basically. Ich frage mich bis heute, warum Twitch das gemacht hat so, weil ich denke mir so, eigentlich machen die doch mit Miese, oder? Weil es haben ja wahrscheinlich nicht viel mehr Leute, deswegen nur weil es ein Euro günstiger ist, aber es werden ja sehr viel mehr Leute quasi dann günstigere Subs haben, so. Na, ist komisch. Ganz, ganz seltsam, was Twitch da aktuell gemacht hat. Ich finde es nicht so geil, weil die Streamer, also mir ist es egal, basically, weil ich verdiene ja eh kein Geld mit, nicht groß mit Streams, aber so für Leute, die gerade an der Existenzgrenze sind, quasi statt 5 Euro 4 Euro zu verdienen, ist quasi 20% Verlust deiner Einkommen. So für Leute, die gerade so an der Grenze zur Selbstständigkeit stehen, ist das, glaube ich, echt scheiße. Also ich kann mir das nicht cool vorstellen. So, ja, wo wir schon von mir vergiften sind, da hat der Koga gesagt, er ist Profi, ich nämlich auch. Haha. Siehste, Michael macht auch brav das, was ich ihm sage. So, er checkt erstmal sein Body. Hättest du ja schenken können, ne? Oh, hast du effizient gar nichts erreicht. Ja, Michael ist tanky. Aber ein riesiger Klopskorpion. Giftzahn, schwere Vergiftung. Ja, meine gut, das ist eh gleich dran, aber.
Wieso kann das Ruheort? Du fliegst doch noch nicht mal. Du bist kein Vogel. Du bist so eine komische... Weiß ich nicht. Das ist so bestimmt so ein japanisches Legendending, oder? Das kennt doch wieder keiner aus dem Westen. Warte mal, das habe ich, glaube ich, in irgendeinem Anime schon mal gehört. Das war irgend so eine komische... So eine Schlange geben, die so ähnlich aussieht. Das hatte ich schon mal in irgendeinem Anime. War das bei Detective Conan? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ja. Weil da wurden ja schon öfters mal sowas wie Kappas und so behandelt. Und nein, ich meine jetzt nicht das Kappa, den Mord bei Twitch, sondern diese komischen Kappa-Legenden-Viecher da, die es dann in Japan geben soll. Irgendwelche Mythen-Dinge. Ne? Kennt keinen Schwanz aus dem Westen, wie gesagt, ne? Und irgend so von einer Schlange, die irgendwie so übel dick ist und so. Wurde, glaube ich, schon mal von erzählt. Kenne ich irgendwoher. So, hier, Maike hat sich inzwischen voll geheilt, sehr schön, ne, Giftscheiben, sei Dank, ne, kennen uns. So, ja, noch kannst du dich gegenheilen, immer nicht mehr, ne, bin ehrlich. Noch hast du Zeit zu surrendern. Will dich aufgeben, oder? Fun Fact zu Dummiesel, den Daten zufolge ist man eine Größe von 1,5 Metern genauso groß wie Brutalander. Naja, die meinen bestimmt die Körperlänge, oder? Alles andere fände ich echt gruselig. Also wirklich? Naja, gut, er hat jede Runde ein bisschen weniger KP, ne? Irgendwann stoppt er. Someday you will die. Er gönnt sich richtig, ne? Aber jetzt ist es vorbei. Jetzt könnte das schon reichen, ja. Abyss. Tschüss. Ein Shelterer. Krasses Pokémon. Ist jetzt die Frage. Nadelrakete ist doch sehr effektiv, ne? Sehe ich das richtig, ja, ne? Bam. Also ich glaube nicht, dass er irgendwann hat, um mich groß zu schädigen hier, ne? War echt guten Damage, muss ich sagen, ne? Ist schon solide. Guter Schaden. Er hat eine Beere. Wow. Toll. Ja, Nanorakete ist halt sehr effektiv. Weil gegen Pflanze ist es gut und gegen Boden neutral. Aber Gift wäre nicht sehr effektiv. Also wäre neutral. Weil ja der Boden da so ein bisschen gegenwirkt, weißt du? Also ich denke, Nanorakete ist tatsächlich actually besser, ja. Das hat natürlich Egelsamen auf mir drauf. Das ist natürlich eklig, ne? Natürlich ein bisschen räudig. Ah, nee. Oh mein Gott, er kann Erdbeben. Oh, ouch. Aua. Stopp, aus. Bruder muss los. Ganz schnell. Da muss ich aber ganz schnell los, du. Er hat einfach fucking Erdbeben, warum? Lernt Erdbeben auf Level 32 kann er Erdbeben? Was ist das für eine illegale Scheiße? Weißt du, meine Pokémon alle so, ja, Level 60, da lerne ich mal einen guten Move und Shelterer so. Hi! Ne? Arschloch. Hast du Schwebeentchen? Nee, ne, du hast den Zwinger. Ja, Louis, go! Ne? Also, er wird jetzt ja noch nicht noch einen Stein-Moves haben, ne? Er lernt bei Entwicklung Erdbeben. Echt jetzt? Ist ja übel broken. Haha, nee, diesmal nicht. Nicht normal, Brudi. Da habe ich ja gar nicht mehr auf dem Bildschirm gehabt. Das ist ein Erdbeben in dem Moment, wenn sich Stärke rein entwickelt. Okay. Ja, hier. One-Shot. Sitzt. Boom. Tschüssi. Die. So, strenges Gesicht. Darf ich eigentlich meine Brille inzwischen mal absetzen? Habe ich das wieder verpasst? Warum kriege ich keine Nachricht, dass ich die Brille absetzen darf? Was ist hier los? Ich glaube, das verbuggt gerade. Und Mekago! Eine Feuerschnecke schon seit 20 Minuten. Ja, gut, na moin. Da kann man ja mal machen, ne? So. Also, du hast bestimmt eine Steinattacke, oder? Und meine Webcam ist aus. Weil auch keine Nachricht kam, dass du sie aufsetzen sollst. Echt nicht? Dann ist der Bot doch definitiv irgendwie schon wieder am Arsch. Dumme Scheiße. Blöden Bots machen nie, was man ihnen sagt. So, gegen Mekago habe ich natürlich jetzt so ein bisschen... Was mache ich denn dagegen? Jetzt kommt doch safe eine krasse Steinattacke, oder? Komm, Fenge, du hältst das aus, ne?
Du hältst das aus. Luigi war drin, ne? Na? Oh nein, bitte kein Boost, bitte kein Boost, bitte kein Boost, bitte kein Boost. Bloß kein Boost. Danke. Tschüss. Tschüss, Schnecke. Karim. Mau, mau. Mau. Tschüss. Du magst kein Wasser. Du bist wie der echte Gary. Der will auch nicht baden. Das ist echt ziemlich akkurat, ne? So, ein Azure Merrill. Cancer Matchup. Also wie Tank gegen Tank. Naja, wir können ja mal gucken, was ich an. Oh, oh mein Gott. Jetzt kommt mir natürlich nicht gerade zum Vorteil, dass ich keinerlei Möglichkeit habe, ein gutes Elektro-Pokémon hier einzuswitchen. Weil wir haben keins. Ein Azü-Eimerl, ja. Oh, nee, das ist mir zu blöd, das mache ich nicht mit. Ah, ja, warte mal noch, Entchen, du hast doch einen Elektro-Move, ne? Hey, bitteschön, könnt ihr Punkte? Ja, Entchen kann Funkensprung. Entchen kann friseln. Brrrrt. So, oh, ha, ha, gekontert. Da kommt die Risikotackle und ich habe mir so, nope. Nope. Ne, also basically hier das. Also lila Damage. Kala kann Donnerwitz. Stimmt, hab ich auch vergessen, mein Gott. So, Blubstrahl, aber der macht nichts, ne? Wir wissen dazu, Merre ist eher ein physisches Pokémon, ne? Wegen seinem komischen Kraftkoloss-Gedöns da. So, hier Fisten. Ach ja, da war ja was. Hör doch mal auf, deine komischen Potions zu nutzen. Das ist ja ekelhaft. Bam. Ah, macht aber auch guten Damage. Fällt natürlich unter dem Wasserring jetzt nicht so auf, ne? Bin ich ehrlich. Brrrt. Putz. So, in einer halben Stunde müsste mein Food hier sein. Rain Dance. What? Okay, ich muss sagen, ich muss ein Respekt vor, ne? Zumerrill im Regen? Wenn es jetzt Kaskade könnte, würde es mir hart den Arsch aufreißen, bin ich ehrlich. Hallöchen, Z-Player. Moin, grüß dich. Tatsächlich, ja. Das rote Gyarados wurde gerandomized durch ein Shiny Zwirfenst. So, actually, yes, ja. Hi, Free Hacks, Kara. Dankeschön. Dankeschön. Handherz, seht ihr bloß nicht gerade? Oh, eine fette Katze. Wie eine Katze, die furzen muss und dann miauzt. Richtig schräg. So, du kannst da auch wieder Unlicht attacken, ne? Kann ich mich hier erinnern. Das ist doch wieder Unkacke. Das wäre ja gar nicht schön. Mal, Nemo war noch gar nicht dran, oder? Ich fände echt geil, wenn Nemo einen Kampfmove hätte, ne? Wäre richtig cool. So Kraftkoloss-mäßig so, ne? So Fourth Gen, ne? Hat er ja. War, und Fifth Gen, glaube ich, war das. Die fette Katze liegt auf mir. Ähnlich, du kannst deine Katze nicht so beleidigen. Schnurgas gibt Gen 4 First Playthrough Flashbacks. Ja, ein bisschen, ne? Ah, ich habe Angst vor Unlicht-Attacken. Kommt das Safe so gleich, so eine Kacke. So ein Knirscher oder so ein Gedöns. Pfui. Schäm dich. Bäh. Ich krieg auch noch Schläge. Aua. Keine Schläge verteilen. Hä? Er hat Giftschleim? Warum? Hä? Hat er Michael das Item geklaut? Hä, das verstehe ich nicht. Warum hat er denn Giftschleim? Ach so. Oh mein Gott, Kogas Original-Pokémon hatte Giftschleim. Und der Randomizer hat sich gedacht so, ja geil, anderes Pokémon, schnippschnapp. Und dann hat die Katze sich gedacht so, ja, ich behalte aber den Schleim. Das ist ja dumm. Das ist ein bisschen stupid. Vanilla war das ein Slymog. Ja, dann macht das actually Sense, ne? Dann ist er da wirklich vernünftig so, aber so ist es natürlich ein bisschen dumm. Oh mein Gott, oh nein! Oh!
Oh, ich hatte jetzt auch so Angst, dass von Mekako ein Feuermove kommt, ne? Das wäre so tödlich gewesen. Ih, das ist ja ekelhaft. Gegen Zuschuss kann ich ja gar nichts kalkulieren. Bleh. Stop it, please. So, ich habe doppelten Angriff, das ist wahrscheinlich höchstwahrscheinlich ein One-Shot. Hey Z-Player, dankeschön für die 10 Bitties. Dankeschön. Falls du jetzt einen Alert triggern wolltest, das klappt erst ab 50, ne? Ich wollte einfach nur Spam verhindern, weil 50 Bits sind, glaube ich, so 50 Cent, so. Das finde ich okay. Ne, spenden kann man auch bis 1 Euro nur mal minimal. Weil sonst wäre nämlich die Überweisung, die ich machen muss für die Kosten von dem ganzen Spendengedöns, wäre größer als die Spende selber. Ich muss meinem Training in Zukunft mit sehr viel mehr Hinwendung nachgehen. Betritt nun den nächsten Raum und stell dein Können weiter auf die Probe. Mach ich. Tschüss, Bro. So, Nemo war noch dran, Leute, ne? Das heißt, wieder mal alle Punkte außer Kana. Ist das fies. Okay, wir starten nicht mal mit Kana, Leute. Das geht ja gar nicht. Hi. Ich muss drücken ganz, ganz viel. Ha, alle 20. Kana wird MVP, ich sehe es. Ja, hoffentlich stirbt sie jetzt nicht gleich. Ich sag so, ja, ich will jetzt Kana mal starten lassen. Ja, go. Kana über 1 switchen ist auch mal mit Risiken verbunden. Das ist einfach ein bisschen. Ist ein bisschen squishy, das Pokémon. Ne, squish that cat. Ja, hier. Du, wenn du so in der Gegend herumstehst und Pion Draghi von hinten zu sehen ist. Sieht es so aus, als hätte es einen Mund im Nacken. Was? Hi! Sei denn nach was guckst du da gerade? Nach unten, nach unappetitlichen Dingen. Lass mal Michael ein bisschen heilen, ja, ist gut. Ist ja illegal. So. So, was? Wenn du in der Gegend herumstehst. Das will ich jetzt sehen. Warte, Michael. Alter, ist echt so. Alter, da macht sich quasi am Rücken so eine Klappe auf. Das sieht aus, als wenn so eine Mund-Auf- und Zubewegung stattfindet. Alter, das ist ja voll gruselig. Was? Hab früher dein Let's Play angeguckt mit Pokémon Gelb, ey. Richtig geil. Schade, dass du Pikachu getauscht hattest, aber trotzdem sehr unterhaltsam. Ja, Pokémon Gelb ist ja schon richtig lange her, aber ey, freut mich, dass du so alte Let's Plays von mir kennst. Finde ich cool. Ne, ich sag aber, guckt euch, wo sind die alten Let's Plays an? Ich finde die alle schrecklich. Das ist einfach peinlich. Alle fremdschämen. So, Boys. Ich würde trotzdem gerne diesmal mit Kana starten, weil alles andere wäre langsam ein bisschen unfair. Ne? Machen wir mal fair sein. Hier, komm. Außerdem ist das ja der Kampf-Dude. Geht jedem LP ja so. Ja, das ist wohl wahr. Bin immer noch dafür, dass wir uns mal eins im Stream mit dir anschauen. Oh, nee. Da kommen wir irgendwann zu meinem nächsten Jubiläum. Jetzt kommt die Legende der Top 4 aus Gen 1, Rot und Blau. Ich bin Bruno, einer von den Top 4. Ich glaube fast, dass das an das Potenzial meines Teams und trainiere Tag ein, Tag aus, bis ich kurz vor dem Umfallen stehe. Denkst du immer noch, du könntest einen Sieg gegen mich erringen? Easy, Alter. Haha, du scheinst dir ja deiner Sache extrem sicher zu sein. Sehr schön, du bist ein würdiger Gegner für mich. Los geht's, du sollst meine grenzenlose Macht spüren. Alles klar. So, der Random Dude ist am Coming. So, ich meine, wenn er jeden Tag bis zur Erschöpfung trainiert, dann wird er jetzt ja ziemlich erschöpft sein. Der sitzt da auch, ne? Der hat nicht mal Bock aufzustehen. Der kann schon jetzt nicht mehr, ne? Der ist ja schon quasi... Oh mein Gott. Hi! Ja, da muss ich aber ganz schnell mal los, ne, Brudi? Da muss ich aber ganz fix los hier. Tschüss! Ja, kein gutes Matchup. Hammer, muss nach Hause. Ja, gutes Matchup für Kana. Hm, ja, Keckweh. Lugi, du alter Boy, was geht? Ah, meine Webcam ist ja da. Was geht? Moin. So, Schlitz. Boah, ja, schön, dass mein Crit reinkassiert. Dankeschön. Das geht mir zu oft daneben. Ach komm, wird schon klappen. Schlitz. So, schneller als ich, der Lümmel. Boom.
So viel zu mit Kana starten. Naja, sie hat ja Punkte bekommen. Ist ja ganz gut. Ne? Sie hat Punkte bekommen. Kann ich mit leben. Burn it with fire. PK fire. So eine Schillerlocke. Wieso hast du einen Schillock und keinen Turtok, Brody? Was ist mit dir falsch? Ist was gelitten? Sehe ich jetzt erst dein Ho-Oh Lugia zu nennen, Beste. Naja, das Problem ist, dieses Ho-Oh gehört Luigi aus der Community bei uns. Und da es das Original Lugia war, weil wir spielen das Soul Silver. Und dann dachte ich mir so, hey, dann können wir es ja einfach Luigia nennen. Ne, das ist quasi Louis, also Luigi. Aber auch Lugia. Ne? Deswegen, es hat Sinn. Weil jetzt eins ein Onix war. Ach, ist ja gut, da sind die Base-Werte entsprechend schlecht. Schillerlocke, ja. Schillock ist bei mir die Schillerlocke, ja, stimmt. Lass mal mit Kana starten, Sneeble. How about now? Ja, ist wohl wahr. So, das ist auf jeden Fall ein Matchup für Kana. Komm, Leute, let's go. Da kann man mal einen Dönerblitz einsetzen. Was macht er da jetzt? Er isst was. Ach so, Schädelwumme. Ja gut, kannst du machen. Ich bezweifle, dass du schneller bist und ich bezweifle, dass du das hier überlebst. Tschüss. Das war auch ein Sneeble, kein Sneebunner. Das stimmt, ja. Ist richtig. Ba, ba, da. Oh, wow. He actually lived that. Krass. Hey, hier. Das macht eigentlich so euch nicht so viel Damage. Hey, da kommt die Potion. Yay, na gut. Von mir aus, wenn er denn Spaß dann hat. Magical Leaf. Putz. Das Sneeble-ähnliche Werte hat wie ein Capoeira. Bisschen Distanz, also ein bisschen Unterschied wird schon geben, aber so grob, ne? Wie Pietis. Ist ja doof. Du bist ja doof. Hast du gerade deine Gift-Pokémon gegen mein Psycho-Pokémon eingewechselt, nur weil ich gerade eine Pflanzenattacke benutzt habe? Das ist ziemlich retarded, Bro, ne? Wie ehrlich. Tschüss. Bam. Schön erstmal reingeklatscht hier. Tschüss, Schlange. Ein Flamara. Oh, wie cool. Ein Evoli. Hello, Bro. Das ist genau der richtige Moment, um schnell mal Fenrir einzuswitchen. Punkte. Let's go. Ja, Crunch. Ja, Biss raushauen. Der macht auch gar nicht mal so wenig Damage, Brudi. Hör mal auf hier. Aus. Ja, der war ein Crit, aber trotzdem. Muss ja nicht sein. Das muss ja nicht sein. Das tut doch weh. Ah, weggespült. 46. Also kommst du auf mein Level hier, ne? Tschüss. Oh, komm schon. Really? Aber er hat noch eine Citrobeere. Das heißt, er kriegt jetzt quasi keinen Heal per Potion. Weil, Baum. Nee, wisst ihr, das ist keine Trank... Ich denke nicht, dass es eine Trank-Range ist, deswegen, hier go. Tschüss. Splüsch. 110 Spenster. Das ist Flammer, hat so viel Spezialverteidigung, krass. Dinge, die ich nicht über Flammer ramme, ist so ehrlich gesagt. Da bin ich raus. So, gönnen uns mal richtig hart hier. So, das ist die Schillerlocke wieder. So, reicht das jetzt, die Frage? Maybe? Maybe nein. Und das Schweif ist ja süß. Dann hättest du mir wahrscheinlich genauso viel Schaden gemacht, wie meine Überreste mich heilen, Brody. Ja, kannst du ja schenken. Schläts. Tschüss. Also ein Totschlag wäre gefährlicher gewesen, ne? Also da muss man mal sagen, hier, ne? Spiel, da kann man aber ein bisschen... Hättest du mal ein bisschen nachlegen können. So, Rasaf. Das ist so ein Pokémon, ich würde jetzt gerne wieder Entchen einwechseln, weil ich genau weiß, dass ich da Geistattacken habe und so. Und ich habe halt eine Immunität gegen Kampfattacken, aber das hat er bestimmt auch wieder Unlichtattacken, ne? Michael ist auch neutral. Ach komm. Für die Punkte! Entchen gönn dir! Kreuzschieb. Der hätte weh getan. Der hat ein bisschen weh getan. Zen-Kopfstoß.
Uncool. Verwirrung. Und mit verdoppeltem Angriff. Heißt, ich kann mich jetzt gleich sehr stark selbst schlagen. Meh. Autsch. That hurts. Habe ich so gar keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Ah, das ist auch eine ordentliche Attacke, ne? Aua. Aber das halte ich noch aus. Ah, das müsste jetzt reichen. Also mit doppeltem Angriff reicht das auf jeden Fall. Tschüss. Affe, du. Du Affenmann. Warum? Wie konnte ich nur verlieren? Ich habe einfach bessere Pokémon als du. Ich bin einfach der coolere Dude. Ich habe verloren und damit auch kein Recht, weiter mit dir zu sprechen. Also so weit will ich jetzt nicht gehen, ne? Geh nun weiter in den nächsten Raum. So Leute, kommt jetzt instant Siegfried? Siegfried van Knödel? Ist das jetzt direkt der nächste Gegner? Es müsste doch einen Champ geben, oder? Ich glaube, Siegfried ist doch ein Champ, oder? Kommt nicht jetzt noch irgendjemand dazwischen? Melanie kommt noch. Stimmt, die Unlichttante, ne? Stimmt, da war ja was. So, erstmal verteilen wir wieder ein bisschen Tränke hier, ne? Das muss reichen. Schneller, Jungs. Das muss schneller gehen. Schneller. Die Random-Tante. Achso, ja klar. Siegfried von Knödel. Naja, wissen wir noch. Er ist der Herr und von Siegfried von Knödel. Knödel, Knödel. So. Au, oh, Punkteverteilung. Hey, Gewinnspielpunkte. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 30, 30. So. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Einmal zu viel gedrückt. Scheiße. So. Wir sagen, es kann einfach noch dran, wa? Nehmen wir noch nicht genug Punkte. Auf geht's. Next, please. Was ist da ein fancy Zimmer hier? Ich bin Melanie von den Top 4 und du musst Kai sein. Du machst einen aufgeweckten Eindruck. Dankeschön, aber ich bin voll müde. Ich liebe Pokémon des Typs Unlicht. Ihr schmutziger und ungeschönter Kampfstil hat es mir einfach angetan. Sie mag Schmutz. Warte, was? Sind sie nicht schrecklich schön? Und du, und was, ob du wohl mit mir mithalten kannst? Gib dir ordentlich Mühe. Ich will einen unterhaltsamen Kampf sehen. Also, auf geht's. Let's go. Der Impergartenschlauch, Leute. Da ist er wieder. Also, ich kann ihn doch one-shotten, oder? Achso, kann aber nichts dran. Donnerblitz! Der gute alte Dönerblitz. Ja, reicht doch, oder? What? Das reicht nicht. Jetzt gibt's doch safe eine Top-Genesung, oder? Auf jeden Fall ist sie schneller als ich. Also safe ist sie schneller als ich. Wenn jetzt auch nicht Pokémon bestehen, unter anderem Vanilla aus Gengar und Giflor. Ja, ne, kennt man ja, ne? Das sind ja auch krasse Unlicht-Pokémon. Naja, manchmal ist schwierig. Gab halt damals in der vierten Generation nicht so viel Unlicht-Pokémon wahrscheinlich, nehme ich mal an. So, falls du jetzt hier irgendwie Donner willst, kannst du in Boden-Pokémon wechseln. Guck mal, dann mache ich Zauberblatt. Oh, ouch! Survive. Schwitz. Das tut weh. Ich habe vergessen, dass der Knirscher kann. Scheiß. Ich dachte so, ja, Wasser. Hm, weiß ich noch. Ja, Eishieb. Eiszahn kann er, glaube ich, auch noch. Ne, dann war vorbei. Hui, Schwitz. Oh, Namutl. Oh, da ist Dexy. Oh, hallo. Vor dir habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Was mache ich da jetzt gegen? Eis und Boden. Hm, ich kann jetzt aber Luigi einwechseln. Was mache ich jetzt dagegen? Das ist natürlich einfach eine kräftige Hausnummer, muss ich sagen. Ne? Boden, Eis, was mache ich dagegen jetzt? Kann auch Antikkraft. Ja, das ist eben, ne? Das wäre mir auch gerade überlegt, ne? Ey, Brille aussetzen. Oh, schon wieder.
Hey, jetzt kommt die Nachricht wieder. What? Wieso? Ach, komische Bots. Nie funktionieren sie, wenn man sie braucht. Yeah. So. Ja, Sherox wäre auch eine Idee, ne? Eis ist nichts effektiv, Boden ist neutral, ja. Ist wahrscheinlich nur der beste Call. Ja, komm. Achso, brauch Nebu-Punkte. Nebu braucht Punkte. Nebu braucht. Oh mein Gott, er hat auch Erdbeben. Mama, help. Send help, please. Autsch! Yikes! Uncool. Also ich bin ehrlich, mach mir ein bisschen zu viel Schaden, ne? Das ist ein bisschen too much damage, ne? Ja, der Heulen im Ort passt gerade ganz gut. Uncool. Ich hab nicht so viel gegen Boden. Aua. Wie viel Verteidigung hat Nemo? 123. Michael hat gerade mal einen mehr. Ii. Das ist ja uncool. Endlich 154. Fenrir, ne, der hat ja noch weniger physische. Obwohl, geht sogar. 121 geht sogar nicht. Ist relativ ähnlich, ne? Würde auch so 60 Damage machen. Ich denke, ich sollte Michael einwechseln, den die Bodenattacke anticipaten, also erwarten, dass jetzt ein Erdbeben kommt. Und dann hoffen, dass ich schneller bin. Weil dann Zielkraft, bin ich ehrlich, das klingt jetzt behindert, aber das überlebe ich vielleicht. Weil einfach, weil Luigi Spezialverteidigung so unwahrscheinlich dumm ist und einfach so hoch ist. Und ich sag mal so, Mammutels Spezialangriff ist echt ziemlich scheiße. Ja, ich glaube, ich gehe hier eher für die Feuerattacke. Ich glaube, ich kann jetzt quasi das Erdbeben ja dodgen, ne? Das ist schon mal gut. Und ich sollte doch schneller sein. Hat er auch Akupressur? Ne, glaube ich nicht. Kann mir nicht vorstellen. So, und jetzt gehe ich hier für den Safe-Move, ist mir egal. Eiszahn, er ist echt schneller als ich. What? What the fuck, wieso bist du schneller als ich? Ein Erdbeben würde ich nicht überleben, ne. Ja, close wäre es, glaube ich. Das wäre sehr close. Ja, das reicht aber bitte, oder? Ja, danke. Okay. Schwitz. Eieiei. Man kann froh sein, dass da jetzt ein Eiszahn kam und nicht irgendwas anderes. Ein Relikant. Noch mehr ekliges Zeug hier. Ist ja auch übel, Cancer. Was soll ich denn damit machen? Das kann doch auch Gesteinsattacken, oder? Also ich habe zwar Kanas Zauberblatt hier und das wäre auch gar nicht so schlecht, ne? Aber ich weiß nicht so, weil Luigi ist auch schon dran, ne? Ich könnte jetzt Fenrir einwechseln, dann kann ich quasi Wasser gegen Wasser kämpfen, aber der Tatsache einfach, dass seine Attacken ja quasi nicht sehr effektiv sind. Also seine Wasserattacken, ich meine schon. Meine sind immerhin neutral. Also Fenrir wäre hier, glaube ich, nicht so der schlechteste Call. Michael, ich könnte versuchen zu vergiften und so ein Gedöns machen. Wasser und Gestein ist aber beides egal. Aber das Ding hat auch ziemlich viel physischen Angriff. Also einen physischen Tank hier reinschicken ist gar nicht so doof. Sherox, nee, da sehe ich mich eher nicht so drauf. Händchen wäre auch noch okay, da habe ich einfach super viel Verteidigung. Also Relikant, man unterschätzt es gerne, das bombt schon hart rein, das hat echt ordentlich Angriff. 12 hat Funkensprung, ja, ich überlege auch schon. Ich glaube, ich probiere es mal. Mal gucken, was Ähnchen so ausrichtet, Leute. Tank Frontline, let's go. Bitte kein Boost, bitte kein Boost, bitte kein Boost. Yikes. Please no boost. Ich habe das nicht gesehen. Das ist nicht passiert. Das ist eklig. Jetzt muss ich es erstmal anzünden. Gähner? Ist ja auch eklig. Aber gut, ich zünde ihn jetzt an. Ist okay. Naja, er verbrennt ja langsam. Langsam und qualvoll. Nutze ich den Move jetzt noch und...
Ich schlafe jetzt halt nächste Runde ein, ne? Ah, das ist eklig. Bitte keine Boosts. Please no Boosts. Okay, gut. Also sie hat noch ihre Top-Genesung, ne? Das kann jetzt gleich sein, dass es gleich reinkickt irgendwo. Oh, ich mache ja gar keinen Damage. Lord K4, yikes. Was, ich zünde wen an, damit er langsam und qualvoll verbrennt? Klingt nach mir. Alles klar, Händchen, weißt du Bescheid? Elektro gegen Gestein ist ja auch nicht so gut, oder? Ne, es ist sehr effektiv. Elektro gegen Gestein ist tatsächlich nur neutral. Man mag es nicht für möglich halten, ist aber wirklich so. Der Grund, warum Ash mit Pikachu in der Gesteinsarena keine Chance hatte, war, weil die Dinger alle Boden-Pokémon sind. Und Boden-Pokémon sind immun gegen Elektro. Das ist der einzige Grund, warum viele als Kind dachten, und ich, by the way, übrigens auch, dass Elektro nicht sehr effektiv gegen Gestein ist oder keine Wirkung hat, aber actually ist es neutral. Also ich habe das erste Mal bemerkt, als ich Pokémon Stadium 2 gespielt habe, da hat das gegnerische Electric mein Potrot, was ja Gesteinkäfer ist, mit einer Elektroattacke angegriffen und es hat getroffen und normalen Damage gemacht. Und ich habe mir so, what? Nani? Oh mein, war Moshindiru? Oder so ähnlich. Wie war es in der Introsequenz vom ersten Pokémon-Film? Pikachu besiegt ein Donphan mit Donnerblitz. Ja. Ja, Pokémon-Anime ist ein bisschen weird manchmal, ne? So, ich bleib mal drin. Er macht nochmal Antikraft. Ich habe Angst vor einem zweiten Boost, Leute. Dann wird das echt unangenehm hier. Also, der Damage ist bis jetzt noch ziemlich verhalten in der Natur, aber den Boost, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ja, ein bisschen eklig, ne? Kana, dankeschön für die Free Hugs. Dankeschön. I hope we're gonna survive. Da kommt die Citrobeere. Und sie hat auch noch ein zweites und ein drittes Pokémon. Das ist noch nicht Ende, Leute. Ah, das ist unschön. Das ist echt unschön, ne? Muss ich sagen. Lehmsula. Oh, er nutzt... Was? Als ob jemand anfängt, Lehmsula gut zu benutzen. What? Pikachu ist wie ein Schone-Charakter. Wenn es für den Plot erforderlich ist, besiegt es alles. Ja. So, jetzt mache ich gar keinen Damage mehr. Jetzt hat er offiziell quasi... Ein neutrales Verhältnis hergestellt. Das ist echt eklig. Lehmsula MVP. Also nicht, dass es jetzt ultra nützlich ist, aber ich mache jetzt quasi neutralen Damage. So, er macht schon Gainer in Erwartung, dass ich gleich aufwache, aber ich schlafe natürlich maximale Rundenanzahl. Kennt man ja von mir nicht anders, ne? Pech kenne ich. Es ist mir ins Blut gespritzt worden als Kind. Und ihr seht schon, das macht gar keinen Damage mehr. Das kann ich mir schenken eigentlich. Jetzt inzwischen könnte ich eigentlich Legit Finster Force benutzen, macht jetzt mehr Damage. So, jetzt erwarte ich allerdings, dass die Top-Genesung kommt. Ah, eklig. Er kommt noch nicht. Wie viel HP hat er noch an T-Kraft? 102, würde ich sagen. Ist das noch keine Potion-Range? Ich würde zu Sherox switchen. Der hat auch eine hohe ATK. Ja, aber das hat auch viel Verteidigung, das Ding, ne? Also physische Verteidigung. Ja, er hat viel Rüstung gekauft in dem Shop, ne? Er geht einfach durch. Okay, jetzt kann ich es töten. Ne, selbst wenn die Finsterfaust nicht ausreicht, der Brandschaden tut es auf jeden Fall. So. Sie down. Würde Zauberblatt nicht gut Schaden machen? Tendenziell ja, aber er hat einen Boost drin. Ich weiß nicht, was das Ding noch so kann. Das hat jetzt Lehmsula benutzt, Antikraft und Gainer. So, den vierten Move kenne ich noch nicht. Deswegen hätte sein können, dass so eine Wasserattacke kommt und dann wäre physische Wasserattacke wohlgemerkt, dann wäre Kana ein bisschen am Arsch gewesen. Das hat nämlich sehr viel Damage gemacht. Luminion. Ja, gut. Jetzt schlafe ich hier leider. Das ist ein bisschen unschön. Schwierig. Ich meine, ich könnte jetzt Fenrir benutzen, weil er hat wahrscheinlich nur Wasserattacken und ich auch. Aber ich habe nur Windattacken, ich habe nur Luftattacken. Das heißt, ich kann neutralen Damage machen und er nicht. Ah, Fenrir soll auch vollkommen, ich versuch's mal. Mal gucken, wie das läuft. Jetzt muss man dazu sagen, dass Luminion natürlich ganz schön tanky ist auf der speziellen Seite. Whirlpool, ja, das ist uncool. Das macht Damage over Time, das heißt, ich krieg jetzt doch ordentlich Schaden. Nur indirekt. Wie zieht das jetzt ab? Mal gucken.
Oh Gott, die Animation dauert so ewig. Kann Luminion Ampelleuchte? Kann sein, ja, weiß ich nicht. Ist so ein Pokémon, das nutze ich nie. So, ja, der Whirlpool macht ja natürlich jetzt jede Runde 10 Schaden. Das heißt, meine Überreste sind quasi neutralisiert. War nicht so geil. Und er macht sich noch tankiger. Unschön. Sehr unschön. Das ist jetzt so ein Tank-Matchup, Leute. Das heißt, beide heilen sich ewig lange. Und ich denke mir so, und die Animation geht auch jede Runde einfach ekelhaft lang. Fui Deibel. Ah, das ist ein Crit. Na, ist gut. Bodyguard. Er kann ja nur Utility. Kannst du überhaupt angreifen? Machst du überhaupt Damage? Naja, strudel mich mal durch. Ist mein Überrest. Egal, ich heile mich in die nächste Runde wieder. Also wenn es so bleibt, dann habe ich jetzt gleich hier den Kill. Jung die Nase. Ein bisschen bekiffter Fisch, ne? Ein bisschen, ist auch Drogen. Sweet. Level up. Yeet. Let's go. Level 9 im Fahrzeug. Wasserring. Ist wahrscheinlich immer besser als an Anziehung, ne? Oh, meine Pizza. Die Pizza ist da, Guys. Und wir sind noch bei einer Stunde. Das heißt, wir machen jetzt hier kurz einen Schnitt. Weil ich den Kampf jetzt leider nicht mehr hier beenden kann. Und der Pizzabote, der muss warten. Das will ich nicht. Geradax. So scheiße. Muss mal kurz mucken. Muss mal ganz kurz gucken, Leute. Leute, ganz kurz, bis zur nächsten Folge, tschüss, bis später, die nächste Folge kommt gleich, keine Sorge, tschüss.